Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Max. Willkommen zu meinem Let's Play Fallout 4. Letzte Folge haben wir noch einen Typen erwischt, der sich irgendwie im Lager selbst versorgt hat. Und jetzt können wir dem Captain Bericht erstatten. Durchgehend grünes Licht. Du läufst wieder quer und schiebst gleich den Captain herum. Hi. Sergeant Gaville hat sich gemeldet. Anwärter Clark hat alles gestanden. Ich glaube, dafür müssen wir dir danken. Clark wurde festgenommen und ich habe ein Patrouillenteam losgeschickt, um die Ruinen zu sichern. Besser hätte es nicht laufen können. Hier sind einige Kronkorken für deine Dienste. Außerdem möchte ich dir eine Rüstung aus meiner persönlichen Sammlung geben. Trag sie mit Stolz, Ritter. Ja, fett. T-60C. Egal, die baue ich da mal direkt ein. Okay, hast du vielleicht noch einen Job für uns? Captain Kells? Die Pritvin läuft derzeit mit maximaler Effizienz. Gib Bescheid, wenn du eine weitere Mission annehmen kannst. Was genau muss ich tun? Dir wird ein Knappe zugeteilt. Er oder sie folgt dir überall hin. Führung durch Vorbild, wenn du so willst. Gemeinsam bekommt er einen Ort zugeteilt, um abnormale Wesen zu beseitigen. Ghule, Zöns, selbst diese wahnsinnigen Kinder des Atoms. Das ist einfach und effektiv. Also, bist du dabei? Ich helfe gern. Hervorragend. Ein Knappe, der den Ort kennt, wartet unten auf dich. Ich hoffe, du zeigst ihr, wie es läuft. Na klar, ich kann's dir zeigen. Und du kommst dann auch noch mit, dann habe ich zwei Begleiter. Abstandssensoren grün. Echo von 3 Sekunden. Mal schauen, wer das ist. Sei gegrüßt, Ritter. Ja, Grüße zurück. So, jetzt müssen wir hier runterfliegen. Und irgendwo hier unten ist dann der Knappe. Ich frage mich, warum nicht jeder. Meine Schicht war lang. Aber ich freue mich, dass wir hier draußen etwas erreichen. Die stehen alle am selben Platz. Hallo. Es kann losgehen. Der sieht aus wie der Junge aus meiner Siedlung. Kennst du den Ablauf? Ja. Ich soll beobachten, wie du Orte zum Ruhm der Bruderschaft säuberst. Das ist so bestimmt ein Sünd. Ah, da ist ja unser Held. Oh, ich bin kein Held. Nicht so wie du. Ich habe den Ort für dich markiert. Okay. Trainingsgelände der Nationalgarde. Das hatten wir doch bestimmt, oder? Da waren wir schon, aber gehen wir hin. Zum Ritter befördert und kann selbst solche Missionen annehmen. Ja, lass dir ein bisschen Zeit. Kannst ja noch ein wenig Kind sein. So. Unglaublich, dass ich so viel Glück hatte, diesen Auftrag. Das schaffst du mit links. Wo ist der Feind? Ah, da hat er mich erwischt, ey. Sollen wir reingehen? So, hier haben wir uns eigentlich gut umgeschaut.
Ich werde hier mal ein bisschen durchlaufen. Man weiß nie, was man findet. Für die Ehre, für den Ruhm. Da lebt noch einer. So, hier waren wir für die Bruderschaft unterwegs. Da liegen die immer noch. Ich wünschte, ich hätte eine Waffe. Proktor Tegan hat mich nur ausgelacht. Okay, lass uns mal rausgehen. Gehen Sie. Jetzt wird es schwierig, wieder auf der Pridwen zu patrouillieren. So, hier kommen auch noch ein paar Ghule. Oder doch nicht? Wo seid ihr? Oh shit. Waren noch nicht alle. Na komm, noch zwei sind hier. Kommt wahrscheinlich so ein Leuchtner. So, jetzt soll ich mit dem Jungen quatschen, oder was? Hey, Kumpel. Du warst fantastisch. Bist du immer so enthusiastisch? Ja, du bist mein Held. Ja, wirklich spannend, Frau Schling. Gehen wir zurück. Wenn ich das den anderen Knappen erzähle. Eliminieren! Ich dachte, musst du uns dazwischen kommen? So, hast du uns noch was zu sagen? Hallo! Uns Knappen schicken sie nicht oft in den Einsatz. Ja, würde ich auch nicht machen, Alter. Die schicken schon kleine Jungs irgendwie in den Krieg. Okay, Armeeuniform habe ich schon. Auf geht's zurück.
Vergesst niemals die Zitadelle! Grün Bereich! Die Entdeckung! Gottloser halten! Wo sind die denn auf einmal hergekommen? Okay, hier sind wir, glaube ich, fertig auf dem Gelände. Knappen werden neidisch sein, wenn ich zurückkomme. Na, ist da noch immer noch so ein Wachbot drin? Ne, gar nichts. So, aber ich werde jetzt noch nicht zum Schiff wieder zurückreisen. Ich werde mal noch eine andere Aufgabe jetzt mir anschauen. Und zwar könnte ich das noch machen. Technische Dokumente wollte ich jetzt nicht machen. So, mir wird da nichts weiteres angezeigt, ne? Okay, schade. Dann will ich nochmal zurück in meine Base. Dort soll ich irgendwie mit meinen Farmern sprechen, dass die ihre Ernte abtreten. Mal gucken, was sie dazu sagen haben. Ich werde jetzt aber nicht irgendwie aggressiv vorgehen. Wenn die es nicht wollen, dann hat die Bruderschaft Pech gehabt. Das ist meine Siedlung. So, ich kann ja gleich schon das Ding einbauen. Torso ist das. Bauen wir direkt ein. Okay, ist schon. Dann kann ich das andere Teil mal hier einlagern. Okay, bevor ich mit dem Siedler spreche, ziehe ich mich nochmal um, damit ich noch mehr Charisma habe. Okay. Jetzt dürfte ich auf jeden Fall überzeugen. Eines Tages will ich der beste Lasergewehrschütze der Bruderschaft sein. Lancer Captain Kells sagt, nur mit viel harter Arbeit und Disziplin kann ich so gut werden wie du. Sehr schön. Ich werde mal gleich in die andere Siedlung reisen und mal das Kind mir anschauen. Das sieht fast genauso aus. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne Ehren. Was willst du? Die Bruderschaft braucht Lebensmittel. Spende lieber freiwillig was, um sie nicht zu verärgern. Klingt nicht, als hätten wir eine große Wahl. Wir leisten unseren Beitrag. Okay, die Bruderschaft kontrolliert diesen Ort. Naja, mal gucken, wie lange noch. Ab jetzt wird es schwierig, wieder auf der Pridwen zu patrouillieren. Okay. Wir können jetzt wieder zurück zu der Pridwen, oder nee, noch. Ich wollte euch die Siedlung zeigen. Und zwar ist es hier, glaube ich, Nordhagen Beach. Okay, wo geht's denn hier raus, da? Ja. So, hier sind die ganzen Siedler. Ich kann die mal zusammentrommeln. Oder da ist das Kind schon mal. Uns Knappen schicken sie nicht oft in den Einsatz. Na, seht ihr euch Was? Ähnlich? Schon, ne?
Irgendwie sehen sie sich ähnlich. Ich weiß nicht, ob das Synth sind. Ich kann es kaum erwarten, mit scharfen Waffen zu trainieren. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Brauchst du was? Was brauchst du? Ich brauche gar nichts. Ich kann jetzt wieder zurück. Alter, wie viele Leute sind denn hier? Panzer Captain Kelt sagt, nur mit viel harter Arbeit und Disziplin kann ich so gut werden wie du. Ach, 16, ja. Geht ja noch. Okay, wir können wieder zum Schiff zurück. Bist du ja wieder. Also, hat sich der Knappe gut geschlagen? Positiv. Gut gemacht. Hier, für deine Mühe. Positiv. Unsere Knappen brauchen starke Mentoren, denen sie folgen können. Ausgezeichnete Arbeit in Fort Strong, Soldat. Genau diese Fähigkeiten sollen auch unsere jungen Knappen entwickeln. Möchtest du noch jemanden unter deine Fittiche nehmen? Ach ja, können wir mal machen. Ich helfe gern. Das ist die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Ein Knappe wartet unten auf dich. Sie kennt den Ort. Zeig ihr, wie die Bruderschaft die Dinge erledigt. Okay, war ja ganz lustig mit den Kids. So, wir können hier mit noch einem quatschen. Mit Max nicht. Delta-Sequenz initiiert. Durchführungsdauer 14. Achtung! Beachten Sie, dass sämtliche gefundenen Technologien unmittelbar bei Proctor Quinlan zur Überprüfung eingereicht werden müssen. Der Besitz undokumentierter Technologien wird verfolgt und bestraft. Hattest du Erfolg? Ja, die Lebensmittel sind nach der Ernte verfügbar. Gute Arbeit. Es war richtig, auf dich zu zählen. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Lass es mich wissen, wenn du noch eine Farm besuchen möchtest. Mir ist klar, dass die Mission nicht sonderlich ruhmreich ist. Aber das ist Verhungern ja auch nicht. Ja. Ich denke mal, das können wir machen. Ich melde mich für Arbeit nebenher. Gute Antwort. Eine weitere Farm wartet darauf, von dir besucht zu werden. Bin dabei. Gut. Ich markiere die Farm auf der Karte. Denk dran, garantierte Kooperation. Ja, ich denke mal, das schaffen wir. Ich habe jetzt genug Charisma dabei. Okay, dann suchen wir uns wieder einen Knappen und mal gucken, wo es jetzt hingeht. Nicht reden. Muss mir die Meyer-Lurk-Scheiße von den Stiefeln kratzen. Okay, wo... Ach, ich habe gar nicht die Missionsziel, das Missionsziel angemacht. Das will ich jetzt mal nicht machen. Die warten da hinten, ja. Hast du schon mal mit einer Minigun geschossen? Zerfetzt wilde Gule wie Papier. Ich kann es kaum erwarten, mit scharfen Waffen zu trainieren. Kann ich euch beide mitnehmen? Melde mich zum Dienst. Legen wir los. Ja, Sir. Hier ist der Ort. Du gehst voran. Hallo. Knappe meldet sich zum Dienst. Ach klar, kommt alle mit. Bleib in meiner Nähe, Frischling. Dann passiert dir nichts. Bestätigt. Ich habe den Ort für dich markiert. Jetzt sind wir zu viert unterwegs, egal. Naja, der Kleine kann aber nicht schießen oder so. Ich muss mich wieder umziehen. Okay.
so kann es dann weitergehen. Wenn du Munition oder Waffenmod suchst, kann dir Proktor Teagan vielleicht weiterhelfen. Okay, machen wir das mit dem Knappen zuerst, oder? Ja, ich denke mal schon. Ah, da haben wir was nicht entdeckt. Das ist immer geil. So. Die Entdeckung. Da lang müssen wir. Habe ich noch einen Schuss, Alter? Oh, fett. Da ist noch einer. Oh, wie konnte ich das überleben, Alter? Feuer einstellen! Da ist das Kind noch am Leben. Ja. Krass, wie konnte ich das nur überleben, ey? Irgendwas Nützliches? Ist direkt vor meiner Nase explodiert. Ja, bei so vielen Menschen laufen die alle irgendwie einem im Weg und stören einen nur. Na, habt ihr ihn endlich? Na, was habt ihr hier Schönes? Ist so bestimmt eine Menge Fleisch. Gleich. Wer schießt da? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit so vielen Leuten. Ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt reingehen.
So, da hinten war noch ein Safe, den wollte ich mir nur angucken. Da ist er. Geschafft. So, jetzt können wir schon mal in die Richtung des Gebäudes gehen. Hier unten haben wir schon alles abgesucht. Tiefer rein will ich jetzt auch nicht gehen. Hat sie einen Namen gehabt? Wer bist du denn? Cricket. Stehst du auf dahinschmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Du bist mein Mädchen. Was für Sachen hast du denn? Wenn es Bleiladen spannen und ausspucken kann, verkaufe ich es. Ich habe aber auch Messer und Knüppel für die irren Nahkämpfer. Aber der heiße Tod fliegt schneller als der Schall. Ach, meine Knie werden ganz weich, wenn ich nur daran denke. Du hörst dich ja ganz irre an. Dann lass mal sehen, was du so hast. Oh, wie schön. Lass uns Scheiße bauen. Naja, die Kanone ist nicht so geil. Oh, was war das? Ach so. Ist immer noch dasselbe. Naja, ich kann dir ja was verkaufen. Das war's schon, ne? Okay. Dann muss ich wohl in der nächsten Folge in das Gebäude gehen. Für heute sag ich mal ciao und bis demnächst.